Wenn sich die meisten Schausteller noch für einen langen Wiesentag ausruhen, dann herrscht im Mäusezirkus bereits Hochbetrieb. Herrin über 300 Mäuseweibchen ist seit einigen Jahren Susanne Bruck. Das ist eine Idee von meiner Mutter gewesen. Der Mäusezirkus ist 1979 entstanden. Eigentlich sind wir ja Konditoren bei uns in der Familie und haben auch eine Reisekonditorei. Aber mein Vater hat eine seltene Krankheit und fiel deswegen öfters aus. Und meine Mutter suchte nach einer Alternative, womit man mit weniger Personal klarkommen kann. Und es gab damals einen Holländer, ich glaube, den gibt es auch heute noch, der hatte eine Mäusestadt. Und meine Mutter dachte, dass man das nicht mal als Mäusezirkus machen kann. Und so wurde der Mäusezirkus von einer Firma in Auftrag gegeben, 6 Mäuse angeschafft und mein Vater baute im Winter die Mäusezirkus-Turngeräte und die 6 Mäuse mussten ausprobieren, ob das von den Tieren auch angenommen wird und ob das schön aussieht. Ja, es ist ja ein riesiger Unterschied, dass man Krapfen backt oder Mäuse hat. Also war das nicht sehr schwierig am Anfang? Also der Mäusezirkus, der hat zum Anfang schon ganz schön Nerven gekostet. Vor allen Dingen war es schwierig, die Mäuse in den Terrarien zu behalten, weil das ja so wahnsinnig gute Kletterer sind. Und das hat schon etwas Startprobleme gegeben. Also es waren gleich 300 Mäuse, bloß es waren zum Anfang 300 Männchen. Und das war ein Fehler von uns, weil uns die Erfahrung fehlte, denn die Männchen, die geben einen Duftstoff ab, um die Weibchen anzulocken. Und bei 300 Mäusemännchen ist das schon sehr extrem. Und mit Mäusemädchen sind friedlicher und die stinken auch nicht so. Einmal hatten wir Besuch von einem Feldmäuserich im Geschäft. Der war wahrscheinlich von unseren Mäusedamen ganz entzückt. Und das huschte auf einmal hier draußen was durch die Gegend. Und den haben wir dann mit einer Lebendfalle gefangen und wieder der Freiheit zugesetzt. Weil die Aufklärung wollen wir den Eltern überlassen. Und deswegen verzichten wir lieber auf Mäuseherre. Also beim Mäusezirkus merkt man ganz dolle, wie verschieden die Mentalität der Leute ist. Also ins Ländliche braucht man mit so einem Geschäft nicht zu fahren. Die sagen, die haben so eine Scheune, sie sind froh, wenn sie sie nicht sehen. Ne? Also kein Bauer gibt Geld aus, um sich Mäuse anzugucken. Ne? Und die Omas finde ich klasse. Ne? Wir haben so viele Damenkränzchen, alte Leute, Omis, Uppis. Die freuen sich, weil das eins der wenigen Sachen ist, die sie noch machen können. Das dreht sich nicht, das geht nicht schnell. Da können sie ganz in Ruhe rein, da ist kein Stress. Und dann stehen sie hier und freuen sich und erinnern sich an ihre Kindheit, weil das eben noch so ein bisschen Nostalgie ist. Kann man von Mäusen reden? Wir haben auch noch eine Reisekonditorin. Das läuft ein bisschen parallel. Mein Mann, der ist jetzt gerade in Hannover auf dem Oktoberfest. Das Oktoberfest ist ganz klein und betreibt da die Schmalzkuchenbude. Ich denke mal, beides hebt sich gut auf und zusammen funktioniert es. Aber ich glaube, nur Mäuse wird schwer. Bei den Weißen, das ist wie so bei Turnern. Bei den Weißen sieht es leicht aus und bei den Schwarzen sieht es aus, als machen die das zum ersten Mal. Also es ist immer so ein bisschen, da haben die Leute auch immer gleich Angst, dass sie runterfallen, weil die tun sich schon schwer damit. Mit dem Mäusezirkus fangen wir Ostern an in Hannover und fahren das ganze Jahr. Wir waren schon in Bayreuth dieses Jahr, in Oberhausen, in Bonn auf dem Pützchensmarkt. Und das Münchner Oktoberfest ist unser Highlight. Und danach gehen die Mäuse in die Winterpause. Also die werden jetzt nicht der Katze verfüttert, die dürfen schon Winterpause machen? Die haben sich ihre Winterpause verdient. 19 Jahre gibt es Brucks Mäusezirkus bereits. Eine Idee aus der Not geboren, hat funktioniert und vielen Generationen von Mäusedamen ein recht angenehmes Leben beschert. Auch wenn die Brucks von den Mäusen allein nicht leben können, die Winzlinge sind ihnen ans Herz gewachsen. So, jetzt aber Ruhe. Die kleinen Stars müssen sich noch ein wenig ausruhen.